Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen, auf dieser Seite ist sie, mit der wundervollen Romy Höhne. Und mit dem großartigen André Lampe. Hi zusammen. Hallo, Hallöchen, André. schönen guten Abend. Schönen guten Abend euch allen. Ja, es ist wieder Dienstag und wir können ein bisschen den Kopf defragmentieren, würde ich mal sagen, ne? Ah, ich habe mich auch Wobei das auf. bei mir heute geht. Ich muss doch heute nicht so viel machen. Das ist total schön. Das passt hervorragend Ah, zum okay. Kopf defragmentieren. Ja, ich habe irgendwie ereignisreiche und irgendwie anstrengende Tage hinter mir und ich glaube auch eher anstrengend, weil nicht genug Zeit für Erholung da war. Ja, wir bewegen uns stramm auf unser einjähriges Jubiläum zu, ne? Es ist fast nicht zu glauben. Ja, total verrückt. Ja. Also auch schön. Ich will Ja. es tatsächlich gerade, also ich will es wirklich nicht mehr missen, das muss ich dazu sagen. Ja. Ich freue mich jede Woche darauf. Also selbst an so Tagen, wo irgendwie total viel los war und ich so mit mir und der Welt so ein bisschen gehadert habe, war das einfach total schön, mit dir und mit mir mal über andere Sachen zu reden. Der hat zwar irgendwie doch alles mit Politik zu tun, aber es ist irgendwie eine ganz andere Art, sich darüber zu unterhalten und das so zu reflektieren. Und auch nochmal, ich komme ja, also mein Job besteht schon daraus, auch viel mit Leuten zu reflektieren, aber mir dann auch nochmal die Zeit zu nehmen und das große Ganze im Blick zu haben oder überhaupt mir das mal wieder so vor Augen zu halten, was dann eigentlich in den alten Lehrbüchern steht, das habe ich halt nicht. Und das habe ich tatsächlich nur dank dieses Streams, dank dir und dank euch. Das freut Und mich wirklich insofern. sehr zu hören, ja. Ja, das ist echt ziemlich cool. Vielen Dank. Ja. Und Zumba Dream und Ich The wäre Real gerade. Panse Achso. will ich auch nochmal Hallo sagen. Entschuldige bitte, was sagst du? Ach nee, war. Egal, vergiss. Ja, hallo, hallo, hallo. Es ist total schön, auch dass ihr alle schon so krass pünktlich jetzt schon da seid. Und am Dienstag auch immer um 20 Uhr Ja. dabei seid. Das ist echt toll. Ich wollte nochmal Danke sagen an euch alle, die letzte Woche Donnerstag bei dem Gespräch, bei dem Dings mit der virtuellen Landschaft mit dabei waren. Das hat mich total gefreut, dass ihr da auch Interesse dran habt. Ich fand es witzig, weil so im Nachhinein habe ich mit Linda, meiner Frau, drüber gesprochen. Und die meinte so: warum wundert es dich denn, dass so viele von deinen Leuten, die sonst da sind, auch dabei waren? Es ist auf demselben Kanal und du machst doch nichts anderes. Du sprichst auch mit WissenschaftlerInnen und spielst Spiele. Aber ich wollte Danke sagen, dass ihr da wart und auch viele Fragen gestellt habt. Also das war lustig und ich freue mich schon auf den 10.06., wenn der nächste virtuelle Landwirtschaftsstreams ist. Es Oh, ich habe ist. doch noch Ja, eine erzähl. Frage, habe ich noch. Haben wir letzte Woche eigentlich die Umfrage gemacht, zu welchen Tages- und Nachtzeiten denn die Dienstagspolitik noch gefragt wäre? Haben wir die gemacht? Ich kann mich ans Ergebnis nicht erinnern. Ja, also es gab abends ist gut und nachmittags war auf Platz 2. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich da. Ich habe da nur irgendwie im Laufe der Woche dran gedacht, aber nicht daran gedacht, mich bei dir da zu melden und zu fragen. Es hätte so einfach sein können. Ja. Okay. Danke. Okay. Du denkst, nachmittags war da vorne. Ach so, ja, ich habe gesagt, zu welchen anderen Zeiten? Da war abends nicht mehr drin, also außer jetzt, ne? Und da war, genau, da war nachmittags das Präferierteste, stimmt. Also grundsätzlich hast du, glaube ich, recht, dass wir gesagt haben, also vor allem André, also André streamt ja schon viel. Ich bin mir nicht sicher, ob es da in den, ob es im Kalender noch Platz für mehr Dienstags, Donnerstags, Freitags, welcher Tag auch immer Politik ist. Aber vielleicht denken wir ja einfach über was anderes nach. Oder er macht einen Vorschlag, oder ich überlege, wie ich mit Stream Geld verdienen kann. Aber das wäre irritierend. Ich fände das irgendwie schöner. Also ich muss ja trotzdem noch arbeiten, von daher muss ich irgendwie Ja. gucken, dass das funktioniert. Ja, aber falls ihr eine gute Idee habt, wie man das verbinden kann,
dass wir noch mehr über Politik reden, ich noch mehr über Politik rede, André noch mehr über Landwirtschaftspolitik reden muss. Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Muss-Geschichte ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Landwirtschaftssimulator hat seinen Charme, wenn man da erstmal hineingezogen wird. Ich habe mich dann dabei ertappt, auch nachdem der Stream vorbei war, am nächsten Tag nochmal so eine Stunde zur Entspannung Trecker zu fahren. Es hat etwas süchtig Machendes. Sehr cool. Bist du schon mal richtig auf so einem richtigen Trecker mitgefahren oder selber gefahren? Ja. Also mein Elternhaus steht direkt gegenüber eines Bauernhofs, zwei Häuser weiter sind große Felder, sind im Prinzip zwei große Felder und dann kommt der Kindergarten und die Kirche. Also ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen. Also dörflich, nicht, ne, aber so Dorfstruktur, wir waren im Unterdorf, dann gibt es noch Oberdorf, das sind so drei Straßen, weiß nicht, so 40 Häuser und 6 Höfe, das ist Babbenhausen. Und ja, da bin ich, mit 12 saß ich schon auf dem Trecker. Nicht nur daneben, sondern bin auch gefahren. Ich habe halt noch nie auf so einem super krass modernen neuen Trecker gesessen. Also nee, ich auch nicht. Aus einem halb selbstgebauten Trecker meines Großvaters, auf dem wir da irgendwie in den Wald gefahren sind, zu den Schafen oder aufs Feld gefahren sind oder so. Und Rüben transportiert haben. Oh mein Gott, ich habe gerade Bilder aus meiner Kindheit vor Augen, Verzeihung. Ja, aber ein so großer Trecker, das würde mich mal noch interessieren. Ja, ja, mich auch, da habe ich nie drauf gesessen. Und im Chat war es erst mit 12, so spät erst. Ja, ich bin zwar dörflich aufgewachsen, aber meine Eltern, also alles keine Landwirte, sondern das war halt so irgendwie in der Nachbarschaft. Und so. Und da musste man dann irgendwie mitgenommen werden. Und mit 12 war man dann groß genug. Sagen wir es mal so. Mm. Ja. Zumindest dafür. Also mit anderen Sachen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, mit anderen Sachen mussten wir schon sehr früh anfangen. Also es gibt Kinderbilder von mir, wie ich auf dem Rübenfeld stehe und zusammen mit der kompletten Verwandtschaft da Rüben einsammle. Heute stehen da drei Häuser drauf auf diesem Feld. Ja. Ja. Ja, auf einmal kommen Bilder in meinen Kopf. Aber lass uns lieber spielen, dann kommen wenigstens bei euch andere Bilder und ich muss nicht weiter über meine Kindheitserinnerungen reden. Und ihr müsst euch das nicht anhören. So. Wir sind am 18. Juli 1941. Deutsche Exilzeitung. Allianzangebot an Japan. Der Führer bietet der japanischen Regierung ein Bündnis für die Vernichtung der UdSSR und der USA an. Voran, Rogachow und Schlobin gefallen. Die Rote Armee erobert die Städte Ragacho und Schlobin zurück und besiegt die Besatzungseinheiten der Wehrmacht. International, U-Boote und Flugzeuge statt Panzer. Hitler befiehlt, sich auf den Bau von U-Booten und Flugzeugen zu konzentrieren. Er betrachtet den Krieg gegen die Sowjetunion als gewonnen. Ja, oh. Okay. Keine Szene, So, wir haben noch 16 Wochen, wie es aussieht. Und nochmal kurz zur Erinnerung, hier außen haben wir sichere Überfahrt. Wir brauchen 3 Wehrmachtsuniformen und einen LKW. Wir haben gefrorene Blitze, 3 Wehrmachtsuniformen und 3 brisante Informationen. Stimme der Freiheit, 3 Wehrmachtsuniformen und 3 brisante Informationen. Und wir haben einen Knüppel, wir haben Zubehör, wir haben Geld, wir haben Papier. Und ja, einiges neu. Wir können ein Versteck einrichten. Wir können hier Spenden sammeln, das ist neu. Wir haben Partyfeiern über die Stadt verteilt, weil wir so viele UnterstützerInnen haben. Wundervoll. Hier oben Zwangsarbeiter kontaktieren. Ah, und hier unten können wir Aktivitäten der Wehrmacht beobachten, um eine neue Gelegenheit für eine Wehrmachtsuniform stehlen freizuschalten. Wir haben noch keine, aber hier haben wir die Möglichkeit, eine. Aber da ist gerade sehr viel SA-Präsenz. Okay, was machen wir? Eine Wehrmachtsuniform stehlen, beziehungsweise das vorbereiten, also mit
mit der Beobachtung der Aktivität. Ach so, hier unten? Ja. Es ist zwar auch irgendwie rot unterlegt, also vermutlich irgendwie auch nicht ganz ungefährlich. Ja, es ist auch ein bisschen SA-Präsenz da. Wir gucken mal. Die Aktivität. Aber soweit ich das... Ja, Entschuldigung. Also je nachdem, wen wir hinschicken, sollte das eigentlich nicht das Riesenthema sein. Die Aktivitäten der Wehrmacht beobachten. Emilia Janschewitz gibt uns Auskunft über die Wehrmacht in Berlin. Wir können jetzt die Aktivitäten des Militärs beobachten. Ja, das ist so in der Mitte. Okay, kostet uns 40. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen ruhig, unemotional und neugierig. Traumatisiert und emotional ist schlecht. Das heißt, Anthony Buck auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, haben niemanden, der uns dabei in irgendeiner Weise hilft. Wir haben hier nur Else und Valentin mit Punkten. Aber Geheimhaltung 5 und Allgemeinwissen 2 bringt uns auf jeden Fall schon mal weiter. Hans Ruber, Geheimhaltung 3, Allgemeinwissen 3. Das geht. Wahrscheinlich ist Else am besten dafür ausgesehen. Und da sind wir im grünen Bereich. Wenn man da noch ein bisschen... Nee, dann wird die Vorbereitung nur besser. Wir können leider nicht die Gefahr drücken. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir die Gefahr zu hoch ist oder nicht. Was denkst du? Mach mal abbrechen. Ich könnte mir auch noch vorstellen, hier unten dass mal, dass hier weniger SA-Präsenz da ist. Dass man noch wartet, bis wir hier wieder freie Bahn haben. Aber wenn wir diese Beobachtung machen, ist es normalerweise so, so ist es hier oben ja auch passiert. Wir haben da Sachen gemacht, wir sind beobachtet worden und zack haben wir SA-Präsenz da, sodass das hier sehr risikoreich wird. Also ja. Sollten das auch halt irgendwann mal vorbereiten. Wir haben jetzt noch 16 Wochen. Das ist schon okay. Was wir halt machen könnten, wäre ehemaligen Gewerkschafter treffen, halt hier überall diese Sachen öffnen, dass wir zu anderen Sachen kommen, die mit weniger Risiko ausgestattet sind. Ja, Horsti hat auch noch die Werkstatt vorgeschlagen. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Werkstatt war oder Versteck. Oh ja, Versteck. Versteck, ein Versteck einrichten. Dank Johann Noack, eines unserer Mitglieder, erfahren wir von einer abgelegenen Wohnung, die sich hervorragend als Versteck eignet. Wir können jetzt ein Versteck einrichten. Die Einrichtung eines Verstecks für Personen und Dinge, von denen die Polizei nichts wissen darf. Das heißt, da können wir untertauchen oder sowas. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Brauchen wir nur eine Person für. Also, ja, eine Person und dann war es das und 40 Mark. Das wäre noch eine Sache, die wir halt auch hier nebenbei machen könnten. Also das würde ich tatsächlich direkt machen. Ich weiß noch nicht genau, wofür es gut ist, aber es klingt super sinnvoll. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob mir die Gefahr hier unten nicht sehr hoch ist. Aber ich glaube, das hier ist so ein dickes Brett mit Level 7. Ich meine, das hier ist jetzt super hoch. Ja, also weil hier SA-Präsenz ist. Das hier geht noch. Es war noch im gelben Bereich. Es ist höher, aber ich hätte jetzt gesagt, das könnten wir tatsächlich machen. Wenn ich sie rausnehme, ja, es wäre schon schön, wenn sie nicht 2 Punkte hätte und die Gefahr da wäre, das stimmt. Könnten wir, wenn du Else wieder rausnehmen würdest, wenn wir da noch ein bisschen Geld reinstecken? Ich weiß, wir brauchen eigentlich noch 40 für das Versteck. Okay, wirklich nur die Vorbereitung. Weil die Vorbereitung würde ja dann ausreichen. Ja, ja. Dann braucht man keine 3 Leute, sondern nur 2. Und die Gefahr stieg ja unter anderem, weil wir niemanden mehr ohne Punkte haben, der da gut passt. Ja. Vielleicht machen wir das so und nehmen... Was mit ihr? Ah. Das geht auch. Ja, aber bei ihr steigt die Gefahr, weil sie traumatisiert ist. Also... Ja, ich würde 20 ausgeben und dann, wir haben eine neue Spendensammlung Möglichkeit und da ist Anthony super für.
Dann können wir halt allerdings nur das Versteck, also wir könnten das Versteck erst nächste Runde dann einrichten. Ja. Weil ich glaube, dafür braucht man 40. Genau. Na dann, machen wir das doch so. Wir könnten 10 wieder rausnehmen, dann sind wir so gerade im Gelben. Das würde ich jetzt einfach dir überlassen, was du, womit du ein besseres Gefühl hast. Ich habe ein besseres Gefühl, wenn es grün ist. Na dann. Okay, dann weisen wir das zu und dann, genau, das ist jetzt ausgegraut. Spenden sammeln in Spandau. Sozialdemokratie ist hier schlecht. Katholisch-Konservative sind hier super. Yay, das sieht hervorragend aus. Da können wir, mindestens ein Versteck noch einrichten. Ja. Das gefällt mir. Ja. Also, das ist schon super. Die werden dann natürlich ihre 2 Punkte nicht los. Aber Geld ist Geld. Und dann würde ich Antonie gerne noch mit ehemaliger Gewerkschafter treffen. Katrin Budde kennt einen ehemaligen Gewerkschafter, der möglicherweise bereit ist, unsere Sache zu unterstützen. Und da schicken wir sie hin. Sie ist Sozialdemokratin, keine Gefahr. Level 1, super. Ich muss gerade lachen, da stand ja Karin Budde. Und so fände ich mich. Und das Schöne ist aber, dass es tatsächlich eine Katrin Budde gibt, als ist eine Politikerin. Das ist gerade ganz. Ich habe mit Katrin Budde Abi gemacht, aber nicht mit Katrin Budde der Politikerin. Ja, ich wusste es doch. Die war im Landtag von Sachsen-Anhalt, SPD-Landesvorsitzende auch. Und dann auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Ah. Aber deswegen habe ich Katrin gesagt, weil Budde ist irgendwie, ist so ein vertrauter Name irgendwie. Ja, für mich auch. Das war gerade das Schöne dran. Ja. Okay, dann haben wir das jetzt zugewiesen und ich hoffe, dass das hier unten klappt. Und da würde ich auch, also wir gucken auf die Karten. Ich bemühe mich, schnell zu sein. Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was passiert. Also, los geht's. Wir haben 3 Unterstützer verloren, 52 Menschen unterstützen uns weiterhin. Wir bekommen 16 Mark gespendet. Herrlich. Anthony Buck trifft sie mit einem ehemaligen Gewerkschafter im Wedding. Fehlschlag oder Beobachtung? Durchziehen. Durchziehen, ja. Augenzeuge geht wieder. Achso, Anthony denkt, dass sie gesehen wurde. Okay. 1 Unterstützer, da öffnen sich dann Möglichkeiten. So, und jetzt hier. Gesine Baumann. Ich bin aufgeregt. Fehlschlag oder Beobachtung? Das ziehen wir durch. Durchziehen, ja. Gesine Baumann wurde gesehen. Hans denkt, dass er gesehen wurde. Okay, wir müssen jetzt. Wir brauchen das Versteck. Else Tietke besucht die treuen Unterstützer unter den Akademikern in Spandau und zusätzlich Spenden zu sammeln und sie ist erfolgreich. Menschen sind importiert im Umgang des Regimes mit Kultur und Wissenschaft und sind bereit, uns zu helfen. Valentin denkt, dass er gesehen wurde. Ein leichter Regen fällt, aber es ist immer noch warm, als ich zu einem geheimen Treffen ins Kino gehe. Ich bin der einzige Kunde am Kartenschalter. Das hatten wir schon, oder? Wie? Also grundsätzlich ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt quasi die Folgeveranstaltung ist. Das nächste Treffen. Ja, stimmt. Also wir hatten das eigentlich. Sind wir schon wieder im Kino? Vielleicht ist das unser geheimer Treffpunkt mit der Dame, deren Namen ich vergessen habe, die wir aus Paris kennen. Tja, also einmal bitte, ne? Gerne. Zahle die Karte und gehe ins Kino. Der Saal ist fast leer. Nur eine Handvoll Leute, die versuchen, so weit wie möglich voneinander entfernt zu sitzen. Die meisten von ihnen sind hinten. Einige in der Mitte, niemand vorn. Ich glaube, wir hatten das. Das letzte Mal. Warum kommt das jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe gespeichert. Ich versuche zu rekonstruieren. Wir haben uns in die Mitte gesetzt. Ich wähle eine leere Reihe in der Mitte und setze mich. Die Wochenschau, das offizielle Nachrichtenmagazin, berichtet von Siegen an der Ostfront. Ja, wir verfolgen die Nachrichten.
Grinsesoldaten, ja. Grinsesoldaten, knallende Korken und brennende Gebäude, ähnlich wie an der Westfront vor einem Jahr. Jemand nimmt hinter mir Platz und flüstert, dreh dich nicht um. Auf dem Heimweg denke ich über die Gräueltaten nach, von denen Hannah mir erzählt hat. Kann es wahr sein, dass die Nazis Verbrechen begehen, die keine Überraschung... ist keine Überraschung, aber dass sie ein ganzes Volk ausrotten? Sollte der Befehl, von dem Hannah sprach, existieren, würde es vieles erklären. Dieses Beweismaterial zu finden, könnte alles verändern. Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und wir können jetzt Hannah treffen. Okay. Ich glaube, das kam doppelt. Deutsche Exilzeitung. Wir schreiben den 25. Juli 1941. Wehrmacht besiegt 13. Sowjetarmee. Die 2. Deutsche Armee besiegt die 13. Sowjetarmee bei Mogiljow. Mehr als 23.000 sowjetische Soldaten werden gefangen genommen. Voran. Goebbels eröffnet Kunstausstellung. München. Reichspropagandaminister Josef Goebbels eröffnet die 5. große deutsche Kunstausstellung, in der Werke von 647 nationalsozialistischen Künstlern gezeigt werden. International. Luftangriff auf Moskau. Die Luftwaffe fliegt zwei aufeinanderfolgende Tage lang Angriffe auf Moskau und wirft über 80.000 Brandbomben ab. 25. Juli 1941. Ich kenne jemanden, der unsere Hilfe braucht, sagt Gesine Baumann, als sie den Raum betritt. Beim Kind eines Freundes wurde Epilepsie diagnostiziert und die Nazi-Ärzte wollen es in eines ihrer schrecklichen psychiatrischen Krankenhäuser stecken. Wisst ihr, was das bedeutet? Keiner kommt lebend aus diesen Krankenhäusern heraus. Ich weiß nicht viel über diese Krankenhäuser, aber ich weiß, was die Nazis über kranke Menschen denken. Danke, Gosi, für... Achso, André streckt sich, hat Gosi ausgegeben. Das mache ich auch gleich. Tja, was nehmen wir? Ich finde übrigens, dass Gusti das auch gerade schön im Chat nochmal beschrieben hat. Wir haben ja letzte Woche gar nicht, ich glaube, wir haben maximal noch 20 Minuten gespielt, nachdem ihr ins Bett gegangen seid. Das war ja ungefähr zur gleichen, oder zu einer ähnlichen Zeit. Und das war das, was uns so mit in die Nacht begleitet hat. Und uns hat es letzte Woche auch ganz schön mitgenommen, wenn ich mich recht entsinne, diese Szene. Ich hoffe, es war okay, da ein bisschen schneller durchzugehen für euch alle. Da. Ja, stimmt, ihr wart nicht mehr da. Verzeiht, sonst hätten wir uns jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und wenn wir jetzt hier quasi in die neue Runde starten oder in diese Szene, die wird ja im Endeffekt bedeuten, dass wir anfangen, Leuten zu helfen oder weitermachen. Was bedeutet, wir werden dieses Versteck brauchen. Relativ zügig. Und hier ist es, welche der beiden Sachen ist mir eigentlich fast egal, weil ich bei beiden, beide stimmen irgendwie. Ja. Insofern weiß ich nicht, was deine Präferenz ist. Ja, wir haben irgendwie mit den Krankenhäusern, das passt nicht zu der Szene, die wir schon mal erlebt haben mit den, mit diesem Wagencamp zum Abschluss des zweiten Kapitels. Weil da sind ja Kinder in die Krankenhäuser gekommen, die dann wieder zurückkamen. Stimmt. Da muss ich dran denken. Deswegen, das finde ich, passt irgendwie nicht. Und das hier ist, ja, wir wissen, was die Nazis über kranke Menschen denken. Ja, es ist ein Stück weit offener auch wieder. Ja, genau. Wir müssen das Kind und seine Eltern verstecken, sagt Gesine nervös. Ich kann meine Freunde in so einem Moment nicht im Stich lassen. Beruhige dich, wir werden eine Lösung finden. Wir können sie verstecken, aber das ist nur eine Familie und wir können nicht allen helfen. Ach, ich würde gerne den ersten Satz sagen und den zweiten im Hinterkopf behalten. Also ich glaube, auch ihr ist bewusst, dass man nicht allen Leuten helfen kann. Nicht in so einer Situation, dass man nur punktuell helfen kann, soweit es irgendwie geht.
Von daher bin ich eher für die 1. So, da bin ich wieder. Die 1. Ja, wir werden eine Lösung finden. Irgendwie, wir haben noch nicht das Versteck, ne? Mhm. Aber werden wir bestimmt jetzt in dieser Runde besorgen. Ja. Wir finden eine Lösung. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie Menschen hinter solchen Taten stehen können. Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn man diejenigen ermordet, die unsere Hilfe brauchen und sich nicht selber schützen können, antwortet Gesine. Ja. Mhm. Ein Versteck für eine Familie finden. Okay. Das haben wir jetzt nicht unter Kontakte. Und nicht unter Inventar. Wir können hier überall Verstecke einrichten. Was haben wir hier? Ein Versteck für eine Familie finden. Okay. Eine Familie mit einem kranken Kind ist in Gefahr und braucht unsere Hilfe, um es vor den Euthanasie-Maßnahmen der Nazis zu retten. Level 4. Braucht 2 Leute. Wir haben 3 Runden Zeit dafür. Heftig. Aber zumindest ist es nicht so wahnsinnig gefährlich. Und dann könnten wir auch jemanden mit mehr Punkten hinschicken. Hier, meinst du? Mhm. Hätte ich gedacht. Ah, ja, richtig. Ah, schädlich, leichtfertig. Valentin, ey, mit seiner Leichtfertigkeit. Aber so ist es halt. Ja, Menschen sind, wie sie sind. Kannst du dir nicht backen. Genau. So, warum können wir hier nicht? Benötigt. Ja, was benötigt es denn? Also irgendwas ist kaputt hier, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil ja, wir haben das letztes Mal gemacht. Und hier ist sehr, sehr viel SA plötzlich zugang. Okay, das muss nicht zwangsläufig ein Bug sein. Aber das konnten wir letztes Mal machen. Und es wird mir nicht angezeigt, was hier benötigt ist. Und das hier können wir nicht machen. Wir können kein Versteck einrichten. Eigenartig. Also in der letzten Runde konnten wir es ja noch. Ja. Und das... Die Wehrmachtsuniform, die vorhin in Kreuzberg, glaube ich, war, die ist jetzt auch nicht mehr da. Nee, doch hier. Ach, da, okay. Da ist die. Hier, die haben wir neu, weil wir das durchgezogen haben. Die könnten wir uns jetzt holen. Also ich finde das sehr seltsam. Ich würde einmal gerade... Genau. Ja, wir haben jetzt noch nichts weiter gemacht. Ja, das hier ist wirklich doof, weil ich würde das Versteck gerne einrichten. Ich weiß auch nicht, ob uns das jetzt in irgendeiner Form... Also es würde uns wahrscheinlich nicht in derselben Runde helfen, wie hier mit der... Also das sieht ja so aus, als ob wir dafür einfach nur 2 Leute brauchen, aber Vorbereitung und Gefahr... Also es ist Level 4, aber es sind hier keine Balken? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Na, da sind wieder Balken. Ich glaube halt, dass bei dem Versteck einrichten man tatsächlich auch nicht viel brauchte. Bei der Werkstatt brauchte man ja auch nicht viel. Wir mussten da auch nur jemanden hinschicken. Stimmt. Und vielleicht können wir kein anderes Versteck einrichten, bevor wir nicht dieses Versteck für die Familie gefunden haben. Aber dann erklärt es trotzdem nicht, dass wir hier bei Spenden benötigt nichts, dass wir nicht wieder Spenden sammeln können. Das ist völlig richtig. Die anderen Sachen hätte es erklärt, das nicht. Ja. Das ist komisch. Ja, ist merkwürdig. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auch diese Szene mit dem Kino hatten am Tag davor. Also ich bin jetzt nicht
dass wir an derselben Stelle waren und wieder durch das Kino gegangen sind, sondern dass diese Szene jetzt im zeitlichen Verlauf zweimal kam an dieser Stelle. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube es auch. Es war ja kein neues Gespräch, sondern es war ja wirklich exakt ja, das Gleiche nochmal. Genau, es war das Gleiche. Und ich habe auch nicht irgendwie, wir sind auch nicht irgendwie einen Tag zurückgesprungen, dass wir das letzte Mal schon bei Tag 15 waren. Also, aber vielleicht würde ich an dieser Stelle dann tatsächlich einmal kurz neu starten. Also, ich würde einmal kurz verlassen und dann das Ding neu starten. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, er hat gespeichert eben, als wir... Also. Aber es war ja auch nur die eine Runde und die Szene. Ja. Von daher wäre es vielleicht auch im Zweifelsfall nicht so schlimm. Okay, das ist der richtige Tag. Das habe ich eben vorgelesen. Du müsstest mir das Spiel nur noch schicken. Oh ja, entschuldige bitte. Selbes Ding. Oh. Also das sieht für mich... verbuggt aus. Okay, hier brauchen wir Farbeimer für. Das ist korrekt. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Warum die wieder blockiert sind, erschließt sich mir nicht. Ja, auch zwei von diesen großen Missionen sind ja jetzt auch grau unterlegt, oder? Die hatten doch vorher auch noch eine Farbe. Welche großen Missionen? Der Grenzübertritt, der sieht jetzt auch irgendwie grau aus. Also der hier? Fall, genau. Ja, ich hatte gedacht, dass er nee, und nee, der war andere... Nicht, der war immer grau, weil wir haben ja nicht die Wehrmachtsuniform und den LKW. Ja, das ist mir klar, aber die dritte Option, also das dritte Langzeitprojekt, ist ja auch farbig unterlegt. Ich hatte, wie gesagt, ich habe gedacht, die hätten alle eine Farbe gehabt. Nee. Lass uns, ich finde Gossis Vorschlag total schön. Lass uns einfach mal gucken, was wir die Runde noch anstellen können. Vielleicht wird es in der nächsten besser. Ja, was mich halt irritiert ist, halt eine Familie mit dem kranken Kind, dass wir hier keine Vorbereitung und keine Gefahr haben. Aber wir brauchen zwei Leute. Okay, das kann sein. Ist halt nur so, hier gibt es schädlich und wenn ich halt ihn reinstecke, dann heißt schädlich, aber was heißt das? Also weil hier keine Vorbereitung und keine Gefahr ist. Deswegen irritiert mich das und ich habe das... Also ich würde ihn halt nicht hierfür benutzen. Aber es fühlt sich so an, als ob hier auch Balken sein sollten. Aber ich weiß es halt nicht. Vor allem, weil hier Level 4 steht. Ja, lass uns ausprobieren. Und hier oben gibt eine benötigte Fähigkeit, obwohl benötigte Fähigkeit ausgegraut ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist irgendwie komisch. Tja. Wen würdest du denn gerne hinschicken wollen? Ja, Else und Gesine, hätte ich jetzt gesagt. Naja, vielleicht... Vielleicht Else und Hans. Mhm. Dann lass es uns einfach mal machen und wir gucken einfach, was passiert. Ich ja. bin jetzt auch, es fühlt sich gerade an wie ein Live-Experiment. Mhm. So, wir haben hier auch eine theoretisch eine Wehrmachtsuniform. Wir haben aber super viel rote Punkte und uns könnte gut Geld zu Gesicht stehen, aber hier hinten können wir halt nicht. Das hier bringt deutlich weniger Geld. Und jetzt hier Anthony, ja okay, alleine schafft sie 20 bis 25. Ja, das ist gut. Das ist ganz gut. So, haben wir noch Gesine und Valentin und die würde ich halt... Okay, einen Freund treffen, mit Arbeitern sprechen. Hier oben ist ehemaligen Gewerkschafter treffen, einen Zwangsarbeiter kontaktieren.
Hier haben wir noch einen Freund, ehemaligen Gewerkschafter. Was haben wir hier? Ablenkungsmanöver. Ah, und da oben ist für eine Weile untertauchen. Was ist das neben für eine Weile untertauchen? Tanzen gehen. Ah ja. Und hier ist unser Hauptquartier. Also ich würde jetzt, Valentin hat 3 Punkte. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal Optionen aufdecken. Also irgendwie hier einen Freund treffen mit Valentin. Weiß nicht, ob das, ja, ist super geeignet, weil er Akademiker ist. Und dann halt in der nächsten Runde mal 3 ins Versteck sticken. Ja, das sieht doch, ja, das ist ein guter Plan. Und Gesine, weiß ich nicht, hier einen Freund treffen, ehemaligen Gewerkschafter treffen. Gewerkschafter, ja. Oder hier einen Freund, weiß nicht. Da passt sie auch super rein, wegen ihrem Ja, perfekt. Idealistisch. Ah, wir können das, uns das anzeigen lassen. Also eine Waffenlieferung beobachten und Parolen auf Mauern malen. Hier unten kriegen wir Bücher verbreiten. Das heißt, das würde ich eher nicht machen, weil wir haben definitiv keine Bücher. Das heißt, da würde ich Valentin nicht hinschicken. Passt er denn auch hier hin? Nee, er passt da nicht gut hin. Also einen Waffendeal beobachten und Parolen auf Mauern. Was haben wir hier? Ehemaligen Gewerkschafter. Oh nee. Da passt sie auch hin. Das ermöglicht mit Konservativen sprechen. Was haben wir noch? Das ermöglicht Flugblätter verteilen. Wir können aber im Moment noch keine Flugblätter drucken, obwohl wir genug Papier haben. Also das hier klingt auf jeden Fall super mit Waffenlieferungen und Parolen auf Mauern malen. Ja, wenn Valentin eine Runde aussetzt, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Hier war er nicht geeignet. Nee, er war überhaupt nicht geeignet für. Ja. Mit Arbeitern sprechen. Oh nee. Möchte ihn jetzt eigentlich nicht aus. Ja, okay, vielleicht geht ein Punkt runter und wir müssen nicht so bald ins Versteck, das stimmt. Kann er helfen? Naja, kaum. Ja, dann lassen wir ihn einfach mal so in der Gegend rumeideln. So, dann gucken wir, was passiert. Mit der Ausführung beginnen. Wir haben 3 Unterstützerinnen verloren. Wir kriegen 15 Mark gespendet. Else Tietke bringt eine Familie mit einem behinderten Kind zu einem Pastor, mit dem die Gruppe befreundet ist und der eine Kirche außerhalb Berlins betreut. Der Pastor verspricht, sie zu verstecken und auf die Familie aufzupassen. Hans denkt, dass er gesehen wurde. Oh. Mensch, Hans. Anthony Buck besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeiterinnen in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 21 Mark. In einer Bar in Lichtenberg trifft sich Gesine Baumann mit einem Freund. Fehlschlag oder Beobachtung? Ich würde es durchziehen. Ja. Gesine Baumann wurde gesehen. Wir haben einen Unterstützer gewonnen. Tja. Moral minus 5 plus 7. Also netto minus 8. Minus 2 UnterstützerInnen.